So, willkommen zurück zur vielleicht diesmal letzten Folge von 80 Days, wer weiß. Ich habe ja noch keine so großen Hoffnungen. Was ich auf jeden Fall habe, ist ein neues Mikrofon. Ich habe jetzt diesmal nicht mein billiges Headset hier zur Aufnahme genutzt, weil ich doch festgestellt habe, dass die Aufnahmequalität nicht so ganz so toll ist. Und ich habe hier noch ein Mikrofon rumliegen und ich glaube, das könnte ein bisschen besser sein. Ich hoffe mal, dass die Aufnahme jetzt auch funktioniert. Sagt mir einfach mal, ob das bei euch viel besser ankommt. Dann werde ich das in Zukunft auch weiterhin mit diesem Mikro hier machen. So, wir sind in New Orleans am Tag 84. Die Reise ist eh schon versagt. Wir haben aber einen wunderschönen Geldbetrag, 1999 Pfund. Ich fürchte fast, das wird über den Atlantik nicht reichen, aber naja, jetzt kommt es eh nicht mehr drauf an, wie schnell wir sind. Das ist jetzt weiterhin nur Übungsrunde. Ich traf den Tod in einer rot beleuchteten Bar in New Orleans, als die Jazzband eine neue Melodie zu spielen begann. Er bot mir einen weiteren Bourbon an. Vielleicht in 20 oder 30 Jahren. Der Tod zog seine Maske ab und zeigte sich als ganz ansehnlicher ein Mann oder Frau? Ach so, wahrscheinlich ein Mann. Es heißt His, aber naja. Mit Milchkaffee-Gesicht, wenn ich das hier richtig übersetze, und dunkelgrünen Augen und hält mir eine Skeletthand entgegen. Ein schönes Kostüm. Merci, mon cher. I am Death. Aha. Ja, es ist ein Mann. Na gut. Mit dunklen Augenbrauen und wirft mir einen Kuss zu. Ich tue mal so, als hätte ich das nicht gesehen. Und wir sollen ihn Octave nennen. Ich bin Passepartout. Ich mag aber meinen Namen nicht. Dann wird er uns wohl einen neuen geben, einen speziellen Namen. Heute Nacht. Laurent. Wir sehen aus wie ein Laurent. Was? Ein Laurent? War Laurent wirklich besser als Jean? Wie dem auch sei. Warum habe ich eigentlich keine Musik? Hat das Spiel hier gerade keine Musik? Normalerweise hat man doch so irgendwie so ein bisschen Hintergrundmusik. Naja. Octave ist jetzt ein freier Mann, auch als Schwarzer. Und ich bin schockiert, dass er wohl mal ein Sklave war im Civil War und sogar immer noch für dieselbe Familie als Diener arbeitet. Also will er denn keine Rache, wo er schon hier als tot verkleidet ist? Ah, er seufzt nur. Claude und Alette sind kleine Biester, aber Henry ist ein nettes Kind. Ihm wurde ans Herz gewachsen, ich sehe schon. Oh, Halbgeschwister sind es. Aha. Also wurde er von seinem Vater versklavt? Nein, er wurde nur nicht von ihm befreit. Okay, in die Sklaverei geboren. Eieieiei. Ja, ich bin überrascht, als Laurent hier. Willst du nicht mehr vom Leben als Dienerschaft? Aber er hat ein Leben. Na gut, meinetwegen. Er soll er machen, was er will. Er ist beim First Louisiana Native Guards Regiment. Okay. Und wacht an manchen Tagen auf und ist sich nicht sicher, ob er lebt oder tot ist. Auch hier wieder als tot verkleidet. Du lebst, mein Freund, du lebst. Und ich klopfe ihm auf die Schulter. Okay. Ich lächle ihm zu. Und alle die schweren Gedanken sind vergessen. Und er meint, wir hätten doch ein paar Geheimnisse. Geheimnisse? Soll ich eins verraten? Ich träume jede Nacht von Paris. Er nickt nur.
Er dankt mir für meine Ehrlichkeit und er wird sich daran erinnern. Das ist ja wie beim Telltale-Game. Death will remember this. Ich meine natürlich Octave. Alles klar. Am Abend geht er mit mir den Fluss hinauf zum Garden District, wo unser Herr Fogg eine Unterkunft gefunden hat. Der Mond scheint auf uns und wir küssen uns. Warum nicht? Er schmeckt nach Bourbon und dunklen Nächten. Ich will hier nicht mehr erzählen, schreibt Passepartout, weil das sind ja eigentlich seine Aufschriebe. Ein Mann, selbst einer wie ich, muss seine Geheimnisse haben. Und Octave bleibt eines davon. Ja, wenn die Reise schon schiefgegangen ist, soll Passepartout wenigstens ein bisschen Spaß in New Orleans haben. Aber wir wollen auch irgendwann noch heimkommen. Das heißt, wir schauen jetzt mal kurz. Da fährt doch direkt was ab nach Atlanta. Und zwar um 11. Das reicht nicht mehr zum Exploren. Und ich denke, ich möchte direkt nach New York. Atlanta ist mir nicht wichtig genug, auch wenn ich, glaube ich, was zum Verkaufen dafür habe. Das kann ich ja kurz nachschauen. Ich hatte irgendwas mitgenommen, was in Atlanta wertvoll ist. Ja, das hier zum Beispiel, der Werkszylinder. Chicago, Houston werde ich nicht mehr vorbeikommen. Jetzt haben wir auch wieder Musik. Ansonsten habe ich nichts für Atlanta. Das hier in New York, genau. Das wird uns die Überfahrt finanzieren, hoffe ich. Hoffe ich sehr. Das heißt, ich würde direkt nach New York fahren. Und da das der... Oh, es ist nicht derselbe Zug. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Das reicht ganz knapp zum Erkunden, aber das ist mir zu riskant. Ich fahre einfach direkt ab. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt jetzt verkauft in New Orleans und eingekauft? Ich habe gar nicht auf den Markt geachtet. Naja, egal. Wird schon passen. Die Piedmont Airline ist überhaupt keine Airline, sondern eine Eisenbahn. Und zwar die schnellste in ganz Amerika. Was könnte besser sein, um uns an den Rand des Atlantiks zu bringen? Wir haben zwar unsere 80-Tage-Challenge nicht geschafft, aber wir wollen nach Hause, wie ich es gerade schon selber gesagt habe. Dafür brauchen wir aber immer noch eine Route. Wir haben nämlich noch keine. Tickets, please. Ja, ja. Der Wachmann, der Kontrolleur. Wir wollen von New York eigentlich nur heim. Die anderen Routen interessieren mich alle nicht. Ich möchte von New York nach Hause, aber ich kann nie jemanden danach befragen. New York, Toronto, alles nutzlos. New York, Miami, New York, Dallas. Ja, erzähl mir halt was über Toronto, aber ich... spiele ich Fußball? Ja, ja. Okay. Dakar. Via Caracas. Nein, ich will ja auch gar nicht nach Dakar. Ach, ist mir alles so doof. Weg damit. Wenn der Mann mir nichts Nützliches zu erzählen hat, dann stelle ich gar keine weiteren Fragen. Wir machen es uns in unserer Kabine gemütlich. Und ein sehr großer, breiter Mann namens Charlie Sullivan fährt mit uns. Er kommt aus Birmingham. Aha. Der ist fast so groß wie ein ganzes Warenhaus. Aber mit vielen Muskeln. Besonders um den... Achso, diese Art von Large. Okay. Verstehe. Ich dachte erst, er wäre fett. Aber nein, es sieht so aus, als wäre er nur besonders stark. Was... Wo fährt er denn hin? New York, natürlich. Ah, ein Boxer, verstehe. Hat er in einem Wettbewerb mit teilgenommen? Okay. Er hat gewonnen in der dritten Runde per KO. Interessant. Ist nicht, genau, unser Fogg auch ein Boxer? So ein bisschen? Es ist doch, Boxen ist doch ein Gentleman-Sport. Ja, Mr. Fogg ist interessiert. Da lehne ich mich doch mal zurück und höre mir die Konversation an. Über das Boxen. Ich
konnte nicht ahnen, wie die Details, die ich hören sollte, mir noch zu Nutzen kommen sollten. Interessant. Frage mich, was das andeutet. Irgendein Event wohl. Wir kommen jetzt hier durch Washington nach New York. Ich habe schon New York angeklickt, nicht Washington, oder? Ich wollte nach New York wegen der Trompete. Eigentlich habe ich schon vor, in dieser Folge noch heimzukommen, wenn es geht. Mal schauen, ob wir eine Route finden. Der Mr. Sullivan, der bringt's noch weit, sagt unser Herr Fogg. Ist das ein echter Name, Charlie Sullivan? Ist das ein echter Boxer, den man kennen sollte? Ist das so? Aha, er hat ein bisschen mit ihm geredet über die Verlagerung des Gewichts auf die von Fuß zu Fuß und so weiter. Boxtechnik halt. Also, Herr Fogg, ist unser lieber Herr ein Boxer? Ah ja, wusste ich's doch. Er ist zur Schule gegangen. Zur Boxschule? Er findet, dass wir Franzosen ein seltsames Völkchen sind. Ich sollte gegen ihn kämpfen. Sollte ich? Guter Witz. Guter Witz. Wie? Ich glaube, der meint es noch ernst. Will er mich tot sehen? Achso. Nur ein bisschen Training. Er wird mir beibringen zu boxen. Na toll. Na gut, da wir nichts mehr zu verlieren haben, warum nicht? Ich boxe. Ich meine, der ist ja jetzt auch ein freundlicher Boxer hier. Der wird mich doch nicht gleich umbringen. In einem freundlichen Kampf. Okay, na gut, dann soll das mir mal beibringen. Ich bin ein schneller Lerner. Und habe natürlich sehr viel Zuversicht. Und Monsieur Fogg hat bereits im Wachwagen etwas Platz gemacht, damit wir trainieren können. Wann hat er das gemacht? Ich weiß es nicht. Ich folgte ihm einfach. Und da war auch schon Sullivan. Oberkörperfrei mit Aufwärmübungen beschäftigt. Pis pour tout, grüßte mich. Wow, das ist eine Beleidigung. Sullivan! Ich ziehe mein eigenes Shirt aus. Und dann höre ich mir an. Ja, ich dachte, trainiert mich jetzt mein Herr Fogg hier. Aber nee, von wegen. Der gibt mir ein paar Hinweise und dann geht's schon los. Der Kampf fängt an. Ein harter Gegner. Und wenn er hart zuschlägt, dann werde ich es schwer haben, mich zu verteidigen. Ich muss einen guten Moment finden, um anzugreifen. Und deswegen werde ich erstmal damit anfangen, meine Deckung oben zu halten und mal zu analysieren, ob bei ihm sich irgendeine Lücke auftut. Vielleicht wird er etwas zu übermütig, wenn er denkt, ich bin ein schwacher Gegner. Ja, selbst dann sind natürlich seine Schläge hart und eine kleine Menge an Neugierigen sammelt sich bereits, murmelt, wahrscheinlich schließen die auch Wetten ab. Auf jeden Fall ist eine neugierige Menge zusammengekommen, um uns hier zuzusehen. Monsieur Fogg erinnert mich daran, dass meine Stärke zurückkommt, aber mein Stamina, meine Ausdauer, wenn die einmal weg ist, dann habe ich nichts mehr. Dann bin ich am Ende. Okay, das bedeutet, ich muss irgendwann angreifen. Ich mache mal ein paar Testschläge. Ich treffe durchaus auch ein bisschen zurück. Das ist jetzt eine lange Beschreibung hier. Ich will das jetzt nicht alles irgendwie versuchen, wörtlich zu übersetzen. Auf jeden Fall, meinem Gegner geht es ein bisschen besser als mir. Mit dem Heavy Punch warte ich noch ein bisschen. Der muss als Überraschungsschlag kommen. Ich halte nochmal meine Verteidigung oben. Wir umkreisen einander nervös. Und ja, weiterhin sieht es bei ihm besser aus als bei mir. Sullivans Gewicht verlagert sich nach hinten. Er will zuschlagen. Jetzt, wenn ich jetzt ist die Gelegenheit,
Ich muss einfach schneller sein als er. Ich versuch's mal. Ein harter Schlag mit all meinem Gewicht. Ich schlage durch seinen Angriff hindurch und stoße ihn zurück über den ganzen Wagen hinweg. Ein exzellenter Treffer. Und ein bisschen Blut tropft von seiner Lippe. Ich bin am Gewinnen. Sullivan kippt fast um. Ja, wie ich es gesagt habe, da wechselt Geld die Hände. Die Zuschauer wetten auf mich. Sullivan will das sich natürlich noch nicht geschlagen geben. Jetzt ist die Chance. Duck and Dodge und dann den Gegenangriff? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist die richtige Wahl für einen schnellen, beweglichen wie Passepartout. Noch ein guter Treffer. Und dann habe ich ihn bestimmt. Sullivan macht sich wieder zum nächsten Schlag bereit. Jetzt kommt der nächste Heavy Punch. Oh, ein Achievement. Ich habe es noch nicht gelesen, aber wahrscheinlich habe ich gewonnen. Ein heftiger Treffer. Er schlägt tief. Meine Faust landet auf ihm. Und er fällt rückwärts zu Boden, besiegt. Ich werde in die Luft gehoben und man applaudiert mir. Eine exzellente Darbietung. Sehr imposant. Sullivan flucht in einem englischen Dialekt, den ich nicht wiedererkenne. Und ich schüttel seine Hand. Es war ja schließlich ein guter Kampf. Damit bin ich wohl der Leichtgewicht-Champion von Nordamerika. Und wir haben Geld gewonnen. Wow, wir haben richtig Geld gewonnen. Okay, dieses Event sollte ich mir merken, falls ich das jemals nochmal bekomme. Man kann richtig, richtig Kohle damit machen. Und ich weiß nicht, ob das jedes Mal gleich abläuft oder ob das vom Seed abhängt. Ich hoffe ja mal, dass das vom Seed abhängt. Auf jeden Fall, falls wir nochmal in die Gelegenheit kommen, bei der zweiten Weltumrundung gegen Sullivan zu boxen, damit ist unsere Rückreise so gut wie finanziert. Alles klar. Und Monsieur Fogg holt uns sogar Frühstück. Da haben sich quasi die Rollen umgekehrt. Ich schwöre, morgen kann ich mich wieder bewegen. Gut, alles klar. Er kommt zurück mit schwarzem Kaffee und gut gebuttertem Toast. Genau das Richtige für einen Franzosen wie Passepartout. Zumindest dachte ich das. Bis er auch vom Toast isst und den Kaffee... Oh, bis er den Toast selber aß und den Kaffee in einem Schluck runtertrank. Na toll, ich krieg nichts ab. Danke, danke für nichts. Wir kommen in New York an diesem Tag. Nur 2 Tage später, das ging ja auch echt flott. Haben sie recht gehabt mit der schnellen Railway. Und... da wollen wir auf jeden Fall mal das Trombone hier verkaufen. Und alles, was wir ansonsten auch nicht mehr loskriegen im Rest der Welt. Ich denke mal, ein Railway-Set ist nicht mehr so wirklich nützlich. Andererseits, was soll's, auf den einen Koffer mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr an. Der Wachszylinder ist hier auch wertvoll. Okay, nicht so ganz wertvoll wie in Atlanta, aber ein bisschen zumindest. Okay, und den Rest würde ich behalten. Jetzt passt es ja auch wieder in 2 Koffer. Alles klar, das wäre das. So, dann, wir haben massig Geld. 6.000 sollten auf jeden Fall reichen für die Überfahrt. Das heißt, alles, was ich brauche, ist jetzt ein Schiff. Und zwar flott. Das heißt, ich werde gleich mal zum Exploren gehen. Und mal gucken, ob wir da nicht eine Route finden. Winnipeg? Nein, das ist noch nicht die Route, die ich suche. Weitere Routen hoch in den Norden... Ah ja, das ist perfekt. Das ist die Route nach London, die ich gebraucht habe. Oh, ein Taschendieb. Ein Taschendieb in New York. Ich warte und schlage danach zurück. Also ich bemerke es natürlich. Und dann schlage ich den Typ zu Boden. Oh, es war ein junges Mädchen. Kaum 10 Jahre alt. Das tut mir leid. Mit irischem Akzent und sie beißt mich. Boah. Ich glaube, ich lasse sie gehen. Sie wird mir jetzt wohl kaum 6.000 Pfund klauen.
Und ich will jetzt nicht hier weiter in irgendwelche Events hineingezogen werden. Ich fluche. Und sie pausiert. Sie zeigt einen Anblick von Bewunderung. Warum denn das? Was war das letzte Wort, fragt sie. Achso, ich habe ein Schimpfwort. Okay, ich bring's dir natürlich bei. Ich soll das klug einsetzen. Klau nicht nochmal, junge Dame. Aha, sie gibt mir auch mein Geld zurück. Gut so, gut so. Und dann lasse ich sie gehen. Hab keinen Grund, hier kleine Mädchen vor Gericht zu bringen. Gucken wir mal, wann unser Schiff fährt. Das interessiert mich viel mehr. Kommt am Samstag an, kostet 5.300 und fährt ab morgen um 3. Das ist ideal, das ist perfekt. Da würde ich sagen, die Heimfahrt packen wir noch in dieser Folge. Samstag ist dann diesmal wirklich Samstag? Das ist doch wieder eine Lüge, oder? Das sind doch mehr Tage. Das kommt in einer Woche im Samstag an vielleicht. Wenn überhaupt. Das wären dann 9 Tage. Auch das kommt mir kurz vor. Vielleicht sogar 16 Tage. Das wäre Samstag in 2 Wochen. Kann ich das nicht irgendwie sehen? Ich kann das nicht sehen hier im Moment. Na gut. Okay, was können wir hier noch kurz machen? Wir können uns ein Hotel nehmen. Dann wollen wir an Tag 87 abreisen. Schweren Herzens betrachteten wir den Sonnenaufgang. Ach, jetzt wiederholen sie es aber auch immer und immer wieder, nur um es mir reinzureiben. 80 Tage sind gekommen und vergangen und wir haben es immer noch nicht heimgeschafft. Wir machen es uns für die Nacht bequem und ich möchte eigentlich gar nicht viel Besonderes tun. Ich wasche unsere Klamotten, um uns auf die Reise vorzubereiten. Und dann möchte ich am nächsten Tag einfach aufbrechen. Kann ich jetzt nochmal gucken? Arrive Saturday. Hier kann ich es auch nicht sehen, wie lange es tatsächlich braucht. Oh, da passt nur ein Koffer rein. Ach, die 11 Pfund können wir uns dann auch leisten. Ah, das ist ein Luftschiff. Luftschiff Henrietta. Naja, hoffen wir mal, dass das gut fliegt. 87 Tage. Ich hatte in der letzten Folgen Beschreibung gewettet, dass wir es in 95 schaffen. Das würde sich nur bewahrheiten, wenn wir es noch einen Tag schneller schaffen als 9 Tage und es auch wirklich 9 Tage sind und nicht 16. Schauen wir mal. Wir fliegen aus New York ab an Bord der Henrietta. Ein altes Airship der Confederates. Und sollten London in 3 Tagen erreichen, wirklich? Ohne Witz? Okay, diese Luftschiffe sind unglaublich flott. Gut, ja dann klappt das ja noch mit 90 Tagen. Wow, das habe ich jetzt echt nicht erwartet nach der langen Pazifiküberfahrt. Vielleicht kann man den Pazifik auch irgendwie mit dem Luftschiff überqueren, das wäre doch echt toll. Weil das hat viel zu lang gedauert. So, 827 Pfund haben wir noch übrig. Mir bleibt nichts übrig als warten. Mr. Fogg wird bald zurückerwartet. Vielleicht kommt auch dieses Luftschiff hier, weil wir schon so gut in der Zeit liegen. Und unter anderen Umständen würde man vielleicht eine andere Route finden. Ich weiß es nicht. Freut mich auf jeden Fall, dass das jetzt so flott geht. Dann komme ich mir wenigstens nicht ganz so schlecht vor, wenn wir nicht ganz so ewig länger brauchen. Außer jetzt passiert noch irgendwas Schlimmes. Der Ozean unter uns schlägt seine Wellen. Und ich genieße es, mit niemandem zu reden. Es gab nichts mehr, was ich wissen musste. Niemanden, den ich irgendwie bezirzen oder sonst irgendwie beschwatzen musste, um irgendwie von denen Hilfe zu bekommen. Es gab einfach nur den Wind und die Zeit. Und wir konnten weder das eine noch das andere kontrollieren. Klar, ist nochmal ein bisschen unbequem für Herrn Fogg. Aber was soll's. Das viel unbequemer ist, dass wir die Wette verloren haben. Monsieur Fogg schaut aus dem Observation Deck und ist immer noch komplett ruhig, obwohl die Wette verloren war und er ohne Zweifel ruiniert, und zwar finanziell und auch spirituell vielleicht. Ich beobachte ihn ganz genau aus Angst, dass er irgendetwas Drastisches tun würde und verbringe die restliche Zeit damit, nur jede nur mögliche Gefahr zu beobachten. Ein Auge auf der Crew, ein Auge auf dem Schiff,
Und damit ich sofort reagieren kann bei den geringsten Anzeichen von Gefahr. Aber nichts zerbricht unsere friedliche Reise hier. Und wir schaffen es tatsächlich, im Hyde Park anzulegen, an Tag 89, einen Samstag. Zum ersten Mal seit 89 Tagen hatten wir wieder das Gefühl von englischer Erde unter unseren Schuhen. Schlussendlich hatten wir es zurück nach London geschafft. Achievements. Wir haben 20 Städte besucht, was schon mal ein Achievement wert ist. Wir haben den Trip abgeschlossen. Und wir können um 10 zurückkehren, was schon durch ist. Also tun wir das doch mal. Gucken mal, was Club, der Monsieur Fogg jetzt zu hören bekommt. Ich weiß gar nicht, ob Passepartout davon jetzt viel mitkriegt. Achso. Wir rufen ein Taxi quasi und wollen... Ja, wir müssen schon zum Club. Selbst 89 Tage ist immer noch beachtlich, auch wenn es die Wette nicht gewonnen hat. Das ist trotzdem eine beachtliche Leistung. Aber mein Herr schüttelt den Kopf. Er möchte nach Savile Row. Und das ist wahrscheinlich seine Behausung, seine Heimat, sein Haus, sein Anwesen. Er hat ganz sicher seine Wette verloren. Und wir fahren durch die Straßen von London. Und ich suche nach Worten, um ihm irgendwie noch gut zuzusprechen, ihn zu beruhigen. Aber ich finde nichts. Nichts, was nicht irgendwie nur nach bloßen Plattitüden klingen würde. Da verkneife ich es mir lieber und sage gar nichts. Wir hatten die Wette verloren. Und das auch nur bei einer Handvoll Tage. Vielleicht eine Verzögerung weniger. Ein schnellerer Abschnitt. Einmal weniger um Kalkutta herumgefahren. Und wir hätten eine Chance gehabt, triumphierend nach London zurückzukehren. Aber unser Herr Fogg betritt sein Domizil mit immer noch einer für ihn komplett üblichen Ruhe. Und sagt mir, die Fenster sollen geschlossen bleiben, sodass die Nachbarn nicht mitkriegen, dass wir zurückgekommen sind. Ich mache ihm Suppe, er isst, als wäre er noch nicht komplett ruiniert. Und dann sagt er, Passepartout. Ja, Herr Fogg. In der Stille zählte ich das Geld, das wir verschwendet hatten. All die Hindernisse, die wir überwunden hatten. All die, die uns aufgehalten hatten. Passepartout, du bist der beste Diener, den ein Gentleman sich vorstellen könnte, in seiner Anstellung zu haben. Aber noch wichtiger, du bist mit mir als Begleiter um den Globus gefahren. Trotz unserer Protection ist, glaube ich, Verlängerung, oder? Unserer unglücklichen Verlängerung unserer Reise war das keine kleine Aufgabe, keine kleine Errungenschaft. Aber, Monsieur, Sie sind ruiniert, ruiniert! Was soll aus uns werden? Seine Reise ist bereits komplett entschieden. Wir müssen die Reise nochmal versuchen. Nochmal? Ja. Aber diesmal werden wir es schaffen. Ja, Monsieur. Ich nickte und war froh, dass ich noch nicht mich darum gekümmert hatte, unsere Koffer auszupacken. Herr Fogg schaute auf sein Ledger ist sein kleines Büchlein mit den Reiserouten, nehme ich an. Vielleicht dieses Mal eine südlichere Route? Ja, der ist doch immer noch frohen Mutes und er hat immer noch vor, es zu schaffen. Und wie kann man da als braver Diener Nein sagen? In 80 Tagen muss das doch zu schaffen sein, wenn wir es jetzt in 89 geschafft haben. Unsere Reise um die Welt ist vollbracht. Der Abenteurer Phileas Fogg verliert die Wette.
Fogg gibt der schieren Größe der Welt die Schuld und außerdem den wahnsinnigen Automaten in Rangoon, wobei die uns eher geholfen haben, dem explodierenden Mississippi-Dampfer und ja, den beiden gibt er die Schuld für die Hinreise in 89 Tagen. Sehr schön. Wir haben hier nochmal einen Blick auf unsere Route. Wir sind 29.807 Meilen gefahren, am liebsten mit dem Dampfschiff. Wir, oh Gott, das geht viel zu schnell. 17.000 Meilen auf See, 5.000 Meilen auf Land, 6.300 Meilen in der Luft. Wir haben 19.000 Pfund ausgegeben. Unser Charakter ist superior. Unsere Dienerschaft unübertroffen. Die Reise komfortabel. Wir haben 22 von 169 Städten besucht. Kann ich das nicht irgendwie langsamer machen? Das ist ja furchtbar. Finishing Balance. 28.000 Schulden. Wow. Schauen wir uns nochmal unsere Route an, die wir genommen haben, damit wir sie beim nächsten Mal verbessern können. Wir starteten in London, sind in 3 Tagen nach Nizza, in 11 Tagen nach Antalya. Von dort aus über Alexandria müsste das hier unten sein. An Tag 15 durch den Suezkanal nach Bombay. Hier haben wir fatale Fehler gemacht. Einmal hoch, wieder runter, als wir versucht haben, irgendwie nach Kalkutta zu kommen. Das war der große taktische Fehler. Ganze 9 Tage haben wir gebraucht für dieses kleine Stückchen hier über den indischen Subkontinent. Dann sind wir mit einem Event hier über Pangsau Pass sehr, sehr schnell nach Peking gekommen. Haben auch hier nochmal recht große Schlenker eigentlich eingelegt, um hier hoch nach, was war das, Vladivostok? Vladivostok und dann Yokohama zu kommen. Tag 49. Auch unsere Pazifiküberquerung hätte besser laufen können, wenn ich quasi dieses Event mit einberechnet hätte, dass wir hier abgelenkt werden, wäre es sogar doch besser gewesen, gleich die südliche Route zu nehmen nach Honolulu. Wobei man natürlich nie weiß, was dann dort passiert wäre. Und dann mit dem Unterseeboot, mit der Meuterei nach San Francisco, von dort aus nach Burlington. Ich bin inzwischen der Überzeugung, dass Burlington uns keine Route bietet, um irgendwie nach New York zu kommen. Ich habe da so lange gesucht, ich glaube, da gibt es einfach keine. Aber andererseits eine Südroute irgendwie hier runter macht die Route zurück nach London auch nicht kürzer. Das ist auf der Erdkugel sogar eine relativ lange Route. Wohingegen die Luftschiffreise hier dann so schön knackig kurz war, in 3 Tagen nach Hause. Aber ich denke mal, ich möchte trotzdem bei deiner nächsten Reise entweder eine sehr nördliche Route versuchen, wo wir direkt von Paris aus über Skandinavien reisen und dann hier oben durch Sibirien, transsibirische Eisenbahn, dann kommen wir auch in Vladivostok raus, aber ich denke, das könnte alles in allem kürzer sein, wenn die Eisenbahn da oben zumindest fertig gebaut ist. Pazifik habe ich einfach noch keine gute Option und auch dieses Stück hier, da müssen wir mal gucken, vielleicht ist es hier dann ganz klug, über Kanada zu fahren. Das würde sich anbieten. Einfach immer ganz oben auf der Nordhalbkugel. Dann könnte man das gut schaffen. Alternative wäre, auf die auf das Balancing der Spielemacher zu hoffen und eine komplett südliche Route zu nehmen. Vielleicht sogar direkt runter nach Afrika, wenn das denn geht. Afrika, Madagaskar. Ich bin mir sicher, Madagaskar kann man anfahren. Von da aus rüber nach Australien. Von Australien nach Südamerika. So ziemlich die größte Seedistanz, die man sich irgendwie nur vorstellen kann. Aber das wäre schon spannend. Ich würde gerne wissen, ob das geht und wie schnell das geht. Ich würde mir vorstellen, dass sie da irgendwelche Events drin haben oder Luftschiffe drin haben, dass man hier schneller reisen kann. Weil sonst ist das selbstverständlich nicht die optimale Reiseroute. Aber sagt mir einfach mal in die Kommentare zum einen, war die Aufnahmequalität diesmal gut? Schreibt mir, wie euch die Episode gefallen hat. Danke übrigens allen, die hier regelmäßig kommentieren auf den Folgen. Ich finde das immer sehr schön, wenn ihr mir hier Kommentare hinterlasst. Und schreibt mir gerne, ob ich es nochmal versuchen soll und auf welche Route ich es nochmal versuchen soll, eurer Meinung nach. Ich werde trotzdem beim zweiten Mal natürlich wieder versuchen, den Events zu folgen, denn offensichtlich sind die Events super, super mächtig und haben uns sehr oft viel Geld beschert oder gute Abkürzungen beschert. Aber wenn ihr mir die grobe Richtung vorgebt, versuche ich mich so gut es geht daran zu halten. Alles klar, dann drücke ich mal auf Continue hier und wir kommen wieder in London raus. An Tag 1, frisches Abenteuer. Frische Geschichte. Und diese Geschichte ist für da eine nächste Folge. Bis dann und danke fürs Zuschauen.